Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock Infinite. In der letzten Folge sind wir ganz knapp dem Songbird entkommen und haben Elisabeth befreit. Und ja, jetzt setzen wir unsere Reise einfach fort. Wir haben ihr versprochen, dass wir nach Paris gehen und wie wir gesehen haben, ist das ja Teil unseres Auftrags, ihr alles zu erzählen. Hauptsache, sie kommt mit. Und jetzt versuchen wir einfach mal dieses Luftschiff hier zu besteigen und herauszufinden, was das hier ist. Okay, da oben ist ein Jahrmarkt. Da ist auch ein Luftschiff. Bleiben Sie mir vom Leib! Komm zurück! Okay, hier haben wir ein Vogelnest gemacht. Wussten Sie jetzt hin? Ich stand doch gerade noch hier. Ach so. Wahrscheinlich ist sie schockiert, weil wir jetzt gerade so viele Leute umgebracht haben. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elisabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Sie bluten. Kommen Sie. Ah. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. Muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Okay, dann kümmert sich Elisabeth anscheinend jetzt von nur ein bisschen um unsere Gesundheit. Die Schrotflinte können wir mitnehmen, das ist schon sehr gut. Na? Hat die uns einfach mal die Münze hier entgegen. Na gut, anscheinend gibt es nur 20 Schuss, aber dafür hat die auch eine richtig gute Durchschlagskraft. Für Nahkampf. Ich weiß nicht, ob das auch schon richtig als Nahkampf zählt oder nur als als Fernkampf-Nahkampfwaffe, keine Ahnung. Reich verlassen. Okay, dann gehen wir es mal an. Sie glauben, das Mädchen eine... So schnell kann ich nicht lesen. Oh Gott, ey, das ist sowas von vollgepackt mit Propaganda. Na, kann ich nichts gegen machen. Das ist solide gebaut. Ist zwar billiger Ramsch, aber solide gebaut. So, okay. Ein leckeres Sandwich für uns. Alles geschlossen. Ob das jetzt wohl vorher geschlossen war oder nur weil wir hier Amok laufen? Wer weiß. Da gibt es schon wieder ein Upgrade. Dafür müssen wir hier den. Wenn ich ein paar richtige Lockpicks finde, kriege ich die Tür vielleicht auf. Ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Wie, Alter. Diese Krähenhand, ne? War ich das? Oder war das der Songbird? Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Lockpicks. Okay, hier sind Lockpicks. Komm mit, Elisabeth. Ich muss schnell hier vorne die Tür für mich öffnen. Du musst ein Schloss knacken. Okay. Du musst ein Schloss knacken. Bitteschön. Dankeschön. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Jetzt mal den Schreibtisch hier. Nichts zu finden. Die Küste. Da war noch wieder was anderes. Das sah schon aus wie ein Maschinengewehr. So, gehen wir jetzt mal auf Gesundheit, auf Salz. Ich weiß es nicht. Um das mal ein bisschen auszugleichen, gehen wir mal auf Salz. Ich fühle mich schon besser.
Okay, hier. Schmeiß her die Münze. Okay. Ist auch immer recht ordentlich. Munition für... Ich weiß gar nicht, was da stand. Müssen wir das nächste Mal drauf achten. Munition für Karabiner. Genau, Karabiner. Der ist doch cool. So einen müssen wir uns organisieren. Hoffentlich finden wir einen. Oh, schön. Dann weg mit der Schrotflinte. Wir haben einen Karabiner. So. Wahrscheinlich können wir auch jederzeit wieder... Oh ne, noch mehr Lockpicks. Ausgezeichnet. Und ein Tonband. Hören wir mal rein. Die Zeit im Comstock-Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Okay, ist es so? Er schafft Gott dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat? Glaube nicht. So. Gut, für den einen Safe dort drin brauchen wir 5 Lockpicks. Dann sagen wir suchen nur die Toiletten. Und das klappt? Normalerweise nicht. Alles abgesperrt, Massenmörder auf der Flucht. Oh, wir suchen nur die Toiletten. So. Versuchen Sie es aufzudrücken. Nein, ich möchte erst gucken, ob wir hier noch mehr Lockpicks irgendwo rumfliegen haben. Oder kann man hier vielleicht sogar Lockpicks kaufen? Magazinvergrößerung und Schadensboost. Beides gut. Nehmen wir beides, oder? So. Das kann man schon mal gut gebrauchen, weil die Pistole wird wahrscheinlich unsere Nahkampf... Also unsere schnelle Eingreifwaffe bleiben. Und da ist das schon ganz gut, wenn man ein paar Patronen mehr drin hat. Und ein Schadensboost für die Waffen generell ist sowieso ganz gut. Okay, her mit der Kohle. Salz ist voll. Brauchen noch ein bisschen Lockpicks. Okay, hier ist ein Modell von Concordia. Soldiers Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Okay, sollen wir mal versuchen, es aufzubiegen? Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Shock Jockey. Hier kann man wieder irgendein Gas einatmen. Nee, Alter, da kommt sofort die Krähenhand wieder raus. So. Okay, welcome to Soldier's Field. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Okay. Bleib bei mir. Ja, Mr. Stehlen DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay, Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Wir sehen uns noch ein kleines bisschen um. Vielleicht finden wir noch zusätzliche Lockpicks. Oh oh. Songbird. Na, das ist natürlich ein toller Freund und Helfer. So, schauen wir mal hier rein. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Na ja, sieht ein bisschen eklig aus, muss ich sagen. Kosten Sie selbst? Was sind das denn hier? So, die Abdeckung für das Eis. Ich dachte gerade, das sind neumodische... So ein Mist. Es wurde extra gesagt, stehlen kann Konsequenzen haben. Hat es ja vorher nicht. Mann. Ich wollte hier niemanden verletzen. Okay, beruhigen wir uns alle wieder. Die Nerven beruhigen sich.
Okay, vorsichtig. Okay, ich glaube, das waren alle. Ah, das wollte ich nicht, Leute. Das wollte ich nicht. Das war ein bisschen Wissen doof. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Ist mir nur in der Sekunde... Unsere Stimmen Schlösser knacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Auf jeden Fall ist mir erst in dem Moment bewusst geworden, dass Stehlen Konsequenzen haben kann, so wie der Text das vorher gesagt hat, als meine Hand schon in der Kasse drin war. Hier, Modell des Songbirds und anderen Kram. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen. Hier gibt es noch einen leckeren Hotdog. Sehr schön. Gut, erstmal die Pistole. Soldiers Field. Gut, hier hat sich die Lage anscheinend wieder beruhigt. Wir haben nochmal Glück gehabt. Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Oh Gott, ey. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Ja. Das kann man wohl so sagen. Alles Gehirnwäsche, liebe Kinder, alles Gehirnwäsche. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Oh, was ist das? Schießeisenkopie. Nee, ich glaube, ich möchte das Schießeisen nicht haben. So. Keine Lockpicks. Spielzeugsoldaten. Und you must Mr. be DeWitt, this tall gibt to es eine ride. Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Ja, das sagt schon alles aus. Da braucht man dann auch nicht weiter nachfragen. Schock, Jockey. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. Na ja, klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Die Hall of Heroes. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen. Handelt für euren Propheten. Handelt! Komm raus, ich will dich sehen. So.
Ja gut, im Prinzip sind das ja alles nur gehirngewaschene Leute hier. Aber wenn die uns angreifen, müssen wir uns trotzdem verteidigen. So, irgendwo habe ich doch schon die Hall of Heroes gesehen, oder? Da sind wir doch schon vorbeigelaufen. Die Hall of Heroes this way. Gut. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet. Hall of Heroes ist auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Beherrschung, Hilfe. Das sollten wir vielleicht auch ausbauen. So, das andere können wir noch nicht ausbauen. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Okay, im Prinzip kann man alles irgendwie als Falle hinterlegen. Hier ist etwas Geld. Hier. Gut so. Okay, dann wollen wir da mal reingehen. Oder auch nicht. Wie kommen da jetzt rein? Ach Gott, Knopf drücken. Irgendwo war hier Knopf drücken. Ach da, oh Gott. Kann man nur so blind sein? Ach Gott. Stimmt etwas nicht? Nein, geht schon. Okay, wir haben Ersatzsicherung. Eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie! Ich versuch's ja! Schließ sie! Oh Mann, dieser Songbird, ey. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Oh oh. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Das glaub Ding mir. Ist offen. Bitte, ganz wie Sie meinen. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Okay, kontrollieren können wir es nicht. Into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Okay. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade eine Lektion. Ich weiß. Ihr alle habt Slade für eine Art Kriegshelden gehalten. Aber ich sage euch klipp und klar, Cornelius Slade ist kein Held. Er hat so lange in Finkton gelebt, dass er geworden ist wie der Pöbel, der dort haust. Gegen was noch Slade?
Saßen diese Farbigen und Kartoffelfresser in Comstock House und würden Columbia regieren. Oder in euren Häusern. So drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Gott, ey. Es muss aber ein Riss da sein. Ich kann ihn nicht einfach so machen. Puh, okay. Da haben wir kaum noch Munition für. Oder relativ wenig. So. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Gesundheit? Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. So. Slate, wer ist dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenmüll-Schacherer? Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der Anfang. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Columbias rinnen. Okay, jetzt haben wir 4 Lockpicks. Wenn ich dran denke, gehen wir nochmal zurück und gucken mal. Oh, hier ist ein Raketenwerfer. Na gut, den nehmen wir jetzt erstmal nicht mit. Bisschen Geld. Gut, liebe Leute. Aber da sind wir überraschenderweise auch schon wieder beim Folgenende angekommen. Also, bis übermorgen. Ciao.